Die Männlein im Walde, wie wir sie von klein auf kennen. Aber manche halten sich nicht an das klassische Bild. Sie machen Winkelzüge, sind flink und gierig. Sie haben ein Geheimrezept, um in eisiger Kälte zu leben. Oder in flirrender Hitze. Sie schätzen unsere Nahrungsmittel. Sie bieten uns medizinische Hilfe an, aber auch Rauschdrogen und Gifte. Sie wachsen im Kleinstformat und bilden den größten Organismus der Erde. Manche halten sich nur einen Tag. Andere überdauern Jahre und Jahrzehnte. Pilze sind Meister der Entsorgung. Sie zerlegen selbst hartes Holz. Zugleich helfen sie beim Wiederaufbau, schieben das Wachstum der Bäume an, unterstützen die gesamte Vegetation. Pilze können fast alles. Pilze wachsen bescheiden zu Füßen der Bäume, wie kleine Pflanzen. Doch Pilze sind keine Pflanzen. Manche sehen eher aus wie Tiere. Und tatsächlich atmen sie Sauerstoff, wie Tiere es tun. Doch Pilze sind unvergleichlich. Sie bilden ein eigenes Reich von Lebewesen, fremd und fantastisch, selbst für Kenner des Waldes. Pilze leben verborgen unter unseren Füßen, im Untergrund. Und dort zeigen sie ihre wahre Natur. Ein loses Gewirr von Fäden, von Hyphen, wie die Biologen sagen. Nichts erinnert an die kompakte Form eines Champignons oder Pfifferlings. Pilze sind chaotische Fadenwesen. Sie bohren sich durch die Erde, lösen Mineralien und organische Stoffe heraus, verteilen sie im gesamten Organismus. So ernähren sich die Fadenwesen. Doch irgendwann haben sie das finstere Leben satt und schicken eine Abordnung in die Oberwelt. Das, was wir landläufig als Pilz bezeichnen. Die Hyphen sind enger zusammengerückt als unter der Erde, dicht gepackt und verfilzt. Und wie Filzmaterial können sie die unterschiedlichsten Formen annehmen. Fruchtkörper. Das Einzige, was die Pilze von sich zeigen. Jede Art mit eigener Architektur. Am häufigsten jedoch Stiel mit Schirm oder Hut. Kein Zufall, denn die Männlein im Walde haben etwas zu behüten. Kostbares Erbmaterial. Die Unterseite der Schirme ist eigens dafür eingerichtet. Poren vergrößern die Oberfläche. Stoppeln dienen demselben Zweck. Oder Lamellen. Es geht um Zusatzfläche, denn hier reifen Milliarden mikroskopisch kleiner Sporen heran. Kapseln mit Erbmaterial. Die gilt es zu schützen gegen Regen oder gar Hagel, gegen herabfallende Nadeln oder Blätter. Der Fliegenpilz hält seine Sporen trocken. Nur seine Punkte werden weggeschwemmt. Macht nichts. Sie sind nur Reste seiner früheren Schutzhülle, als er sich aus dem Boden schob. Pilze beschützen den potenziellen Nachwuchs. Doch Schirme nützen nur, wenn sie senkrecht gehalten werden. Auch Pilze scheinen das zu wissen.
Irgendeine Art von Gleichgewichtsorgan meldet die Schieflage und sie reagieren. Nicht schlecht. Denn kippt der Baum, auf dem sie wachsen, sie bleiben aufrecht. Nachwuchs verpflichtet. Wohlbehütet reifen die Sporen heran, bevor sie herausregnen und mit dem Winde verwehen. Irgendwo in der Ferne keimen sie aus. Eine unter Millionen hat den richtigen Landeplatz erwischt, wo die keimenden Hyphen sich vorwärts fressen können. Sie legen zu an Länge und Dichte. Und irgendwann zieht es sie ans Tageslicht, zur eigenen Verbreitung. Doch der Wind ist nur eine Möglichkeit, die Sporen auf die Reise zu schicken. Hier zeigt Försters Hand, Boviste brauchen Druck. Hier lösen dünne Fliegenbeinchen eine Sporenwolke aus. Und der Trick der Stinkmorchel, duftender Glibber mit Sporen versetzt. Die Fliegen werden sie verfrachten. In Sachen Verbreitung scheint die Fantasie der Pilze grenzenlos. Tintlinge etwa zerfließen zu schwarzer Tinte, angereichert mit Sporen. Frühere Pilzforscher haben sich damit sogar Briefe geschrieben und, wer weiß, die Sporen per Post verbreitet. Der Erdstern hebelt sich kraftvoll aus der Erde und wartet auf dicke Regentropfen. Viele Wege führen zur Verbreitung. Besonders raffiniert die Trüffelknolle. Sie bleibt anfangs ganz im Untergrund, schickt nur ihren Duft nach oben. Nächster Schritt, sie lässt sich ausgraben. Dann lässt sie sich fressen, mitsamt den unverdaulichen Sporen. Und die werden im Schweinebauch davongetragen und anderswo wieder abgesetzt. Sporenverbreitung durch Borstenvieh. Australien. Startpunkt einer der denkwürdigsten Sporenreisen. Ein Sprung um den halben Globus. Im Land der exotischen Tiere sind die Pilze nicht weniger exotisch. Und irgendjemand, es war um das Jahr 1913, hat einen dieser Tintenfischpilze zertreten. Zeugen haben sich nicht gemeldet, dass dieser jemand eine lange Reise nach Europa unternommen hat und dass die Pilzsporen an seinen Schuhsohlen mitgereist sind. Mr. Jemand muss dann eine Wanderung durch die Vogesen unternommen haben. Denn 1913 tauchen hier die ersten Tintenfischpilze auf. Aliens in der heimischen Schwangerwelt. Die Arme brechen über Nacht aus ihrer Schutzhülle, dem Hexenei. 8 Stunden brauchen sie, um sich zu strecken. Die Oberfläche mit nahrhaftem Sporenschleim überzogen. Ein gefundenes Fressen, auch für die europäische Insektenwelt, Küche international. Die gierigen Verbreitung kleinere Distanzen. Durch die Luft oder zu Fuß. Und so tritt der Tintenfischpilz seit 1913 seinen Siegeszug durch Europa an. Bis nach Spanien und Portugal. Stinkend, aber harmlos und bestimmt nichts für Feinschmecker. Pilzsammler ignorieren den australischen Exoten.
Ihr geschultes Auge spricht nur auf edle Speisepilze an. Aber da gibt es einige Grundregeln zu beachten, gerade für Anfänger. Nicht in der Plastiktüte sammeln, sondern im luftdurchlässigen Korb. Die Pilze bleiben länger frisch und werden weniger zerdrückt. Überalterte Speisepilze stehen lassen. Sie sind oft giftiger als Giftpilze. Pilze sollten immer heil aus dem Boden kommen, deshalb nicht rausziehen, sondern rausdrehen. Der Fuß ist der beste Fingerzeig in Sachen Giftigkeit. Darüber gleich mehr. Auf jeden Fall sollte man irgendwelche unsicheren Kandidaten getrennt einpacken, um sie zu Hause genau zu bestimmen. Sonst könnte das Pilzmahl eher ungemütlich enden. Frau Möller hat zwar den falschen Pilz gegessen, aber anschließend das Richtige getan. Den ärztlichen Notdienst angerufen. Was ist denn passiert, Frau Möller? Ich habe Pilze. Was für Pilze? Ich dachte, es wären Champignons oder Pilze. An die 2000 Pilzvergiftungen jedes Jahr in Deutschland. Einige tödlich. Blutdruck ist okay. Was tun, um sich so etwas zu ersparen? Da gibt es ein paar unausrottbare Volksweisheiten. Die sollte man ganz schnell vergessen. Den Farbtest zum Beispiel. Nur Pilze, die blau anlaufen, seien giftig. Falsch. Wer daran glaubt, kommt schnell ins Krankenhaus. Oder was Tieren schmeckt, kann nicht giftig sein. Ebenso falsch. Schnecken fressen genüsslich, was uns umbringen würde. Ganz sicher geht nur, wer die Pilze kennt. Was so einfach nicht ist. Der dunkelviolette Schleierling, die dreifarbige Koralle, der grünblättrige Schwefelkopf, der gewöhnliche Habichtspilz, der Buchenschleimrübling. Vor allem aber den sollte man kennen, den grünen Knollenblätterpilz. Grün ist er nicht unbedingt, aber eine Knolle hat er immer. Und extrem giftig ist er auch. Die Knolle bringt es an den Tag. Sauber herausgedreht, ein unübersehbares Warnsignal. Wer der Einfachheit halber alle Knollenpilze meidet, dem entgeht zwar manch leckerer Speisepilz, aber die giftigsten hat er schon mal aussortiert. Auch den gefährlichen Pantherpilz. Einer der schrecklichsten Giftpilze jedoch blieb jahrhundertelang unerkannt. Der Isenheimer Altar in Colmar berichtet davon. Im Mittelpunkt der heilige Antonius, dessen Orden sich um die Pilzopfer sorgte. Und dann die Todgeweihten selbst. Ihr Körper mit Geschwüren überzogen, Gliedmaßen verdorren und faulen ab. Nicht nur der Körper, auch das Gehirn ist vergiftet. Wahnvorstellungen, Albträume und Halluzinationen. Ein Horror. Die tödliche Krankheit, die als Brandseuche oder Antoniusfeuer bezeichnet wurde, galt im Mittelalter als Strafe Gottes. Was sonst sollte als Erklärung dienen? Erst Jahrhunderte später wurde der Übeltäter erkannt. Ein Getreidepilz im Roggenfeld. Er versteckt sich in schwarzen Wucherungen, die an den Ähren wachsen. Mutterkörner. Sie sind prall gefüllt mit giftigen Pilzhyphen. Biologische Zeitbomben. Vor Wintereinbruch werden sie abgeworfen, überstehen Schnee und Eis in Kältestarre. Wenn es wärmer wird, kommt Leben in das Mutterkorn. Winzige Fruchtkörper durchstoßen die Hülle. In ihren Köpfen lagern langgestreckte Sporen. Und die werden mit unheimlicher Präzision genau dann entlassen, wenn das junge Getreide blüht.
Sie setzen sich fest, befallen und parasitieren das saftige Roggengrün. Noch im Herbst macht sich der Pilz wieder winterfest und formt ein neues Mutterkorn. Soweit der biologische Kreislauf. Doch die Bauern früherer Zeiten kannten weder den Pilz, geschweige denn seine Wirkung. Mit dem Korn gelangten auch die biologischen Bomben in die menschliche Nahrungskette. Heute werden die schwarzen Körner aussortiert. Aber die Müller von damals schöpften keinerlei Verdacht. Unsichtbar verteilten sich die hochgiftigen Alkaloide des Mutterkorns im gesamten Roggenmehl. Und nicht einmal die Backofenhitze konnte ihnen etwas anhaben. Ausgerechnet unser täglich Brot sorgte für täglich neue Vergiftung. Mit all den schrecklichen Folgen. Erst im 19. Jahrhundert erforschten Ärzte die andere Seite des Mutterkorns. In kleinsten Mengen wirkt es wehenfördernd. Das war schon den Kräuterfrauen des Mittelalters bekannt und gab dem Mutterkorn seinen Namen. Doch nun wird es offiziell zur Geburtshilfe eingesetzt, zur Blutstillung und vor allem bei Migräne. Selbst heute noch gibt es eine Reihe von Medikamenten, die Ergotamine oder andere Wirkstoffe des Mutterkornpilzes enthalten. Auch seine halluzinogene Seite bekommt ein spätes Nachspiel. Der Chemiker Albert Hofmann in Basel macht 1943 eine folgenschwere Entdeckung. Er isoliert LSD aus dem Mutterkorn und testet es auch gleich an sich selbst. Ungewollt öffnet er den Weg für die Partydroge der 60er und 70er Jahre. Pilze sind Meister der organischen Chemie. Sie produzieren eine Palette exotischer Gifte und Drogen. Aber das ist nicht alles. In Mecklenburg-Vorpommern unternimmt Hans-Heinrich Kunde eine besondere Sammeltour. Er sucht Birkenpoling. Essbar sind sie nicht. Aber Kunde ist überzeugt, dass der Birkenpoling heilende Kraft besitzt. Dass er Magen- und Darmerkrankungen noch kurieren kann, wenn alles andere versagt. Ohne es zu wissen, wandelt Kunde dabei auf berühmten Spuren. Auch bei Ötzi, vor über 5000 Jahren, stand der Birkenpoling hoch im Kurs. Warum der Gletschermann sterben musste, ist bis heute nicht bekannt. Der Weg war schwer. In seinem Rücken Prellungen und Blutverlust machen ihm zu schaffen. Der genaue Hergang seines Todes liegt im Dunkeln. Aber sein Leichnam ist nicht nur die älteste, sondern auch die am besten untersuchte Mumie der Welt. Ötzi wurde medizinisch durchgecheckt, vom Zahnschmelz bis zum letzten Magenkrümel. Und selbstverständlich wurde jedes Detail seiner Ausrüstung kriminalistisch untersucht. So auch, an einem Lederband hängend, ein Pilzring. Zweifelsfrei ein Birkenpoling. Ötzi hat ihn um den Hals getragen. Als Reiseapotheke, so die Experten. Sein Hausmittel gegen Bauchweh oder Magenschmerzen? Niemand weiß es wirklich. Auch über Anwendung und Dosierung kann man nur spekulieren. Man entfache ein kleines Feuer mittels Feuerstein und Zunder. Erhitze darüber frisches Wasser und gebe schließlich den Pilz hinzu. Das Ganze lasst ziehen über längere Zeit. So könnte Ötzi vorgegangen sein.
Hans-Heinrich Kunde jedenfalls verfährt ganz ähnlich mit seinen frischen Birkenporlingen. In große Würfel schneiden und eine halbe Stunde vor sich hin köcheln lassen, bis ein kräftiger Sud entsteht. 200 Kilometer entfernt, im Labor von Analyticon Discovery in Potsdam, stößt der Birkenporling auf ähnliches Interesse. Auch hier beginnt die Prozedur mit Zerkleinern und Erhitzen, fast wie in Kundes Küche. Doch mit jedem Analyseschritt schwinden die Parallelen. Labortechnik gewinnt die Oberhand. Es geht darum, die unbekannten Wirkstoffe von Piptoporus betulinus herauszulösen und zu identifizieren. Die letzten Schritte schließlich übernimmt ein Roboter. Messung des magnetischen Kernspins. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. Forschungsleiter und Mikrobiologe Dr. Werner Katzer. Wir haben Piptoporus betulinus, den Birkenporling, untersucht und daraus verschiedene Substanzen isoliert. Unter anderem Landosterolabkömmlinge. Das sind steroidartige Substanzen, die entzündungshemmend wirken. Außerdem enthält der Birkenporling Substanzen, die antibiotisch wirken oder auch Stoffe, die für die Krebstherapie interessant sind. Ob jemals aus dem Birkenporling ein Medikament entwickelt werden kann oder ob da versteckte Nebenwirkungen noch auftauchen, können wir natürlich nicht sagen. Hans-Heinrich Kunde sieht das nicht so streng. Er pocht auf seine langjährige Erfahrung und ist überzeugt von der Heilkraft seiner Pilzbrühe. Auch wenn die Einnahme selbst ihn etwas Überwindung kostet. Eine Reihe seiner Bekannten habe er damit schon von ihren Magenleiden befreien können. Und dieser unscheinbare Pilz hat es nun getan. Und ich bin darüber auch sehr dankbar, denn ich freue mich über jeden, den es gut geht. Der Birkenporling scheint es in sich zu haben. Heute wie vor 5000 Jahren. Ötzis Wissen und Erfahrung wurden leider nicht mitkonserviert. Aber durchaus möglich, dass wir dabei sind, wieder zu entdecken, was für ihn und unsere Ahnen vor 250 Generationen Alltagswissen war. Ötzis wunderbare Welt der Pilze. Doch diese Welt ist größer, viel größer. Pilze haben das Gesicht der Erde verändert. Vor 400 Millionen Jahren, als die ersten Pflanzen das Wasser verließen und die Erde begrünten. Überraschend schnell und zügig fassten sie Fuß. Und dieser Erfolg geht zu großen Teilen auf das Konto von Pilzen. Sie haben die Fäden im Untergrund gezogen. Sie haben vor allem mitgewirkt am mächtigen Aufschwung der Baumriesen und Wälder. Und das tun sie heute noch. Auch unser Wald braucht die Unterstützung der Pilze. Alles, was dort fleucht und kreucht, zehrt von den Fadenwesen im Boden. Manchmal auch ganz direkt. Worin besteht das Geheimnis der Pilze? Es liegt gut verborgen unter der Erde. Schwer zu erkennen. Selbst für geschulte Försteraugen, die Mykorrhiza, der Pilzwurzel, verbund. Kleine, verdickte Wurzelenden, wie abstehende Fingerchen. Nicht sonderlich aufregend, aber dahinter verbirgt sich die vielleicht größte Kooperation in der Geschichte des Lebens. Sie beginnt mit der Photosynthese. Zuckerproduktion in den Blättern mit Hilfe des Sonnenlichts. Ein Teil des Zuckers wird stammabwärts geschickt, bis in die Wurzelspitzen. Auch die wollen ernährt sein. Und jetzt kommen die Pilze ins Spiel. Sie schicken ihre Hyphen zu den haarfeinen Baumwurzeln, umschließen sie wie mit einer Manschette und dringen sogar ins Innere ein. Dort zwängen sich die Pilzhyphen zwischen den einzelnen Wurzelzellen hindurch.
Und dabei beginnt ein verblüffender Stoffaustausch. Der Pilz zieht Zuckerstoffe aus den Wurzelzellen und liefert im Gegenzug Wasser und wertvolle Mineralstoffe an. Ein durch und durch genialer Handel. Jeder bekommt, was er dringend braucht. Der Pilz, energiereiche Zuckernahrung, die er auch gleich abtransportiert. Die Baumwurzeln, lebenswichtiges, mineralreiches Wasser, das sie nach oben leiten in die Photosynthesefabriken der Blätter. Was für eine Kooperation. Was für eine wunderbar vernetzte Welt. Versierte Pilzsammler wissen um die geheimen Verbindungen zwischen Bäumen und Pilzen. Trüffel zum Beispiel tauschen sich besonders gern mit Eichen oder Buchen aus. Eine echte Chance für Biski. Frauchen Christina meint, er könne einmal ein echter Trüffelhund werden. Sogar besser als Trüffelschweine, die ohnehin die Knollen am liebsten selber fräßen. Also viel Glück. Inzwischen bekommt Hasso eine Chance. Er ist bereits abgerichtet auf Pilze, auf Schimmelpilze. Irgendwo in der Wohnung könnten sich welche verbergen. Sitz. Und Hasso kann es kaum erwarten. Sitz. Er hat gelernt, den feinen Schimmelgeruch zu orten und den Pilzherd anzuzeigen. Wenn es denn einen geben sollte. Der Lehrling Biski lässt es gemächlicher angehen und etwas zaghaft gibt er einen ersten Pfotenzeig. Doch der erweist sich gleich als Trüffeltreffer. So riechen die begehrten Knollen, auch in Zukunft nicht vergessen. Frauchen ist ebenso erfreut wie stolz. Biski hat Talent. Zudem hat er eben seinen Beitrag zu Christina Wedens Doktorarbeit geleistet über schwarze Trüffel in Schweden. Um da mithalten zu können, muss sich Hasso kräftig ins Zeug legen. Und tatsächlich, er scheint etwas zu wittern. Unter der Fußbodenleiste. Nichts für eine Doktorarbeit, aber ein Fall für die Sanierung. Pilze haben eine zersetzende Seite. Sie schlagen ihre Hyphen in unser Brot und andere Nahrungsmittel. Nicht einmal vor den Verwandten im Wald machen sie Halt. Sie zerlegen und zersetzen organisches Material, führen seine Bestandteile zurück in den Kreislauf des Lebens. Selbst Tiere werden beseitigt. Ein Engerling. Wie Polsterkissen hüllen ihn die Pilzfäden ein und lösen ihn auf. Pilze sind die großen Entsorger. Und das ist manchmal Schwerstarbeit. Massives Holz ist erst in vielen Pilzgenerationen abzubauen. Ein umgestürzter Stamm, geentert von Holzpilzen aller Art. Sie kämpfen um ihren Anteil am Holz. Sie legen Grenzen fest und eigene Reviere. Ein Blick ins Innere des Holzkontinents.
Wie auf einer Landkarte zeichnen sich die Pilzreiche ab. Der Grenzverlauf spiegelt die momentanen Kräfteverhältnisse. Auch Pilze der gleichen Art grenzen sich ab. Auch ihre Hyphen bauen Barrieren auf. Hier beginnt neues Hoheitsgebiet. An einem gefallenen Baumriesen haben Pilze jahrzehntelang zu schaffen. Es braucht Spezialisten, die das harte Lignin angehen. Andere Pilzkolonnen bauen Zellulose ab. Zurück bleibt weiches, poröses Material. Pilze machen den Weg frei für neues Wachstum. Ohne die stete Räumarbeit der Holzpilze wäre der Wald in wenigen Jahrzehnten an sich selbst erstickt. Pilze leben im Wald und sie pflegen den Wald. Und manche gehen sogar auf die Pirsch. Ein Schleimpilz in Aktion. Mit der Zeitraffer enthüllt, dass er pulsierend auf dem Vormarsch ist. Die schleimige, puddingähnliche Masse wandert über den Untergrund. Nimmt Mikroorganismen wie Bakterien und Algen auf. Wie eine Riesenamöbe überrennt sie eine Gruppe von Holzpilzen. Dann zieht sie weiter, tastet sich abwärts und überfällt einen ausgewachsenen Muschelseitling. Aufgelöst in der gelben Masse. Tabula rasa. Nach so viel Fressattacken ist Ruhe und Vermehrung angesagt. Der Schleimpilz organisiert sich zu Trauben von Fruchtkörperchen. Jetzt erst glaubt man ihm seine Pilznatur. Jede Schleimpilzart glänzt mit anderem Design, wie die großen Verwandten. Kleine Kölbchen voller Sporen. Metallic schimmernde Perlen, nicht größer als Stecknadelköpfe. Wie bei den richtigen Pilzen hilft der Wind. Oder andere spielen Sporenträger. Schleimpilze, flink und wandlungsfähig. Es wird Zeit, den Wald zu verlassen. Denn einige Pilzwesen haben längst das Weite gesucht. Je extremer, desto besser, scheint ihre Devise. Selbst in der unwirtlichen Antarktis fühlen sie sich zu Hause. Flechten. Flechten sind zwar keine 100%igen Pilze, aber sie sind es zu 90%. Der Rest birgt ein Geheimnis, das sie zu wunderbaren Überlebenskünstlern macht. Sogar die Namib-Wüste ist Flechtenland, trotz 50 Grad Mittagshitze. Mit einigen abgehärteten Bewohnern. Weder Moos noch Gras schlagen hier Wurzeln. Doch die Steine tragen einen bunten Überzug. Die Flechten haben das unterirdische Leben der Pilze aufgegeben, sind ganz an die Oberfläche gezogen und dort scheinen sie alles zu finden, was sie brauchen. Worin besteht ihr Erfolgsgeheimnis? Nicole und Oliver Meckes haben sich ganz dem Mikrokosmos verschrieben. Die Welt des Kleinsten ist für sie das Größte. Ein Arrangement von Rentierflechten für das Rasterelektronenmikroskop. Die beiden Fotografen sind damit vertraut,
wie andere Leute mit Kühlschrank oder Mikrowelle. Aber was dabei herauskommt, ist eine atemberaubende Sicht der Welt. Die Flechten zeigen unverhüllt ihre Pilznatur. Ein Netzwerk aus Hyphen gibt ihnen Form und Halt. Und sie offenbaren ihr Geheimnis. Sie beherbergen kleine grüne Algen dicht unter der Oberfläche. Algen beherrschen die Photosynthese und führen sie im Innern der Flechten durch. Sie produzieren Zuckerstoffe und stellen damit Energie bereit. Und das ist der überragende Trick der Flechten. Wissenschaftler in der Namib. Sie wollen genauer wissen, wie das Zusammenspiel zwischen Pilzfäden und Algen funktioniert. Frühmorgens sind sie auf den Beinen. Denn auch die Flechten werden mit dem ersten Licht aktiv. Für wenige Stunden, dann scheinen sie wieder zu schlafen. Merkwürdig. Eine Minimesskammer registriert die Photosynthese. Sie läuft auf vollen Touren. Die Algen liefern Energie für den gesamten Flechtenorganismus, obwohl sie nur 10% des Gewichts ausmachen. Der Part der Hyphen ist nicht weniger entscheidend. Sie sind verantwortlich für das Wasser. Frühmorgens, wenn die Küstennebel ins Landesinnere wandern, ziehen sie die Feuchtigkeit aus der Luft. Erst dann beginnen die Flechten ihren Betrieb, solange das Wasser reicht. Sie sind Doppelwesen aus Algen und Pilzen. Die einen sorgen für Energie, die anderen für Wasser. Zusammen sind sie unschlagbar. Pilze, die Organismen der Superlative. Was Wunder, dass das größte Lebewesen der Erde ein Pilz ist. Und wo könnte er zu Hause sein, wenn nicht in Amerika? Tina Dreisbach überfliegt den National Forest von Oregon. 300 Meter unter ihr ein gefräßiges Monster. Verborgen im Boden schlägt es immer wieder zu, fällt die nationalen Bäume an, seit über 2000 Jahren schon. Jetzt ist ihm Tina auf die Spur gekommen. Und so hat sie es geschafft. Entschlossen, mit Hackebeil und Handschuhen bewaffnet, ging sie vor einigen Jahren ans Werk. Immer wieder stößt sie auf kranke Bäume und feststeht, dass sie von Pilzen befallen sind. Doch was für Pilze? Es gibt viele Holzpilzarten. Tina hält sich an eines der Opfer. Wer immer diesen Baum zersetzt und attackiert, er muss sich noch im Holz. Probe 1. Tagelang streift Tina durch den Wald. Und wo sie auf einen Baum mit Pilzbefall stößt, setzt sie ihre Hacke an. Über 100 Proben kommen so zusammen. Standort und Baumart genau vermerkt. Die letzte Probe. Beweisaufnahme abgeschlossen. Die Auswertung kann beginnen. Im forstwissenschaftlichen Labor in Corvallis. Tina nimmt sich die Proben vor und zwingt die Pilze, das Holz zu verlassen. Sie setzt dazu kleine Stückchen auf einen Nährboden. Dann wachsen die eingeschlossenen Pilzhyphen nach draußen, wo sie mit modernsten kriminalistischen Methoden erfasst werden. Als erstes müssen sie sich einem DNA-Test unterziehen. Mühsame Routine bei der großen Zahl von Proben. Doch die genetischen Fingerabdrücke liefern ein überraschend klares Ergebnis. In einem bestimmten Areal von 3x3 Kilometern waren Hallimasch-Pilze die Übeltäter. Bleibt die Frage nach der Zahl der Täter? Oder sollte es sich um einen einzigen Riesenorganismus handeln?
In diesem Fall müssten sich die Pilzfäden aus allen Proben miteinander vertragen. Sie dürften keine Grenze aufbauen, wenn sie sich begegnen. Und tatsächlich, die Fäden wachsen anstandslos übereinander hinweg. Fazit: Im Untergrund des National Forest haust ein einziger Riesenhallimasch. Über 9 Quadratkilometer reicht sein gefräßiges Netzwerk und über 1 Meter tief. Von unten her, über das Wurzelwerk, fällt er seine Opfer an. Doch selbst das Monster hat noch gute Seiten. Kranke und geschwächte Bäume erwischt es zuerst. Der Täter zeigt sich nur selten und sieht eher harmlos aus. Ein Hallimasch eben. Tina hat ein weiteres Teil von ihm aufgespürt. Ein Stück Hyphengeflecht aus dem Erdboden. Das gesamte Geflecht, so schätzt sie, wiegt 600 Tonnen. Würde es sich verdichten zu einem einzigen Hallimasch-Fruchtkörper. Viermal so schwer wie ein Blauwal, das größte Lebewesen der Erde. Zurück in die Realität. Zurück in den heimischen Wald. Pilze sind eine eigene und eigenwillige Lebensform. Und zweifellos, wenn man nicht daneben greift, eine kulinarische Bereicherung. Aber Pilze leisten mehr. Sie sind die großen Entsorger des Waldes, halten den Kreislauf des Lebens in Schwung. Sie besuchen die Wurzeln der Bäume, um mit ihnen zu kooperieren. Und nicht nur Bäume. 90% aller Pflanzen lassen sich mitversorgen von unterirdischen Partnern. Profitieren auf diese Weise von der wunderbaren Welt der Pilze. Sind Sie bereit für eine Nacht voller Spannung? Für die lange Nacht der Thriller? Mit Getaway.